Leute, herzlich willkommen zu den Nachbarsbauern. Die Geisterstunde ist angebrochen, aber wir sind immer noch frisch und munter und sind fleißig am Farmen. Ich bin jetzt hier schon am zweiten Feld hier mit dem Walzen und ich habe mir jetzt gerade mal nochmal eine Arbeit beschafft. Was heißt beschafft? Da baue ich den Gacki dann dazu. Da muss man nämlich mal was machen. Aber jetzt schauen wir mal, ob der Gacki noch da ist oder ob er schon eingeschlafen ist. Gacki, bist du noch da? Ich bin voll bei der Arbeit hier. Ich mache gerade eine Mission nebenbei. Und ich habe gehört, du willst mal ein bisschen Radlader fahren. Ja, da bin ich dabei. Wollen wir uns dann gleich mal treffen da unten? Ja, ich bin gerade, fahre ich im Feld entlang zu der Straße hin, darauf zu. Es würde sich perfekt ausgehen, in so 30 Sekunden wäre ich da. Ich bin da. Ich habe die Schnellreise benutzt. Ja, da fällt mir so ein grandioser Witz ein, steht die Schildkröte und ein Hase, weißt du, und sagt der Hase, komm, wir machen Wetter, wer schneller zu Hause ist. Und sagt die Schildkröte, okay. Der Hase macht sich bereit, ja, stellt sich hin, will das Laufen anfangen und fällt 3, 2, 1. Der Schildkröte zieht Hände und Füße und sagt fertig. Ja. Badum. Badum. So, da haben wir nochmal ein paar Stämmchen hingelegt. So, okay, ich bin mit meiner Bahn fertig. Ah, Motor aus. Mal gucken, ob wir das da hinkriegen. Wollen wir mal hier professionelles Bäume verladen, oder so? Oh, da kommt er angerannt. Hallo! Hast du schon den Schwebestein hier gesehen? Schwebestein? Nein. Oh! UFO! Ja, gut. Ui. Du hast aber da eh ein paar, sehr wilde Hügel hier. Ja, das sind die Dinger, da sind irgendwie Baumstämme drin, die ich nicht wegbekomme. Ha. Und deswegen lassen sich das hier nicht platt machen. Ich habe ja alles andere habe ich eingeebnet, nur da, wo eben die Huckel sind, will es irgendwie nicht. Gut, warum hast du es denn hier eingeebnet? Was hast du denn hier vor? Oh, ich dachte, vielleicht vermiete ich dir hier ein paar Lagerhallen für deine Maschinen oder so. Ja, meine Müsli-Fabrik würde hier super herpassen. Oh. Oh, das ist aber schlampig ausgelagert hier. Ja, ich glaube, das ist nicht schlampig ausgelagert, das ist professionell nach hinten drüber geschoben von mir. Ah. So, gibt's da auch eine Bedienungsanleitung? Rein, vorwärts, rückwärts, ja. Oh, aber wir machen das nicht. Ich. Oh, okay. Was haben wir hier für ein? Ach nee. Oh Gott, ich dachte schon. Dachte schon, in dem Bagger ist ein Bier drin, aber es ist nur ein Paulaner Spezi. Nee, wirklich, es steht hier vorne drin. Mhm. So, gucken wir mal. Wegschieben können, ne? Dann warten wir den einen hol ich mal. Den kann ich hier gleich in die Möbelfabrik schmeißen.
wenn ich den da irgendwie gefasst bekomme. Ich glaube fast, wenn man da 10 Stämme auslagert, die an die Seilwinde hängt und die hochzieht, ist man, glaube ich, fast schneller unterwegs wie so. Na komm, geh auf. So. Das sieht gut aus. Ja, 4 Stück schafft er. So, das heißt, wir haben hier, dann machen wir hier mal. Entschuldigung, dass ich so ruhig bin, ich muss mich gerade konzentrieren. Bin ja im Moment nicht so häufig mit dem Radlader unterwegs. Zu. Na, es sa- oh. Oh. Ist der jetzt. Wo ist denn der durchgefallen? Nach unten einfach rausgeflutscht. Geglitscht, ja. Weil die Zange ist zu, ne? Warte mal, ich hol den einen da weg. Wer auch immer hier den blöden Mulcher hingestellt hat. Na. Oh. Nein.
So wollte ich das nicht. Ich glaube, du kommst von der Seite besser ran. Das ist, ich bin hier. Ja, genau. So. Ich entsorg mal kurz den Mulcher. Ich schmeiße den mal. Wo gehört der hin? Ach so, hier vorne, glaube ich, ne? Ja, einfach da. Genau, da hin. Der ist erstmal voll wieder. Die Zange nicht weiter zu. Weil da der eine Baum dazwischen klemmt. Ja, Gott, jetzt. Ist aber ganz schön wild. Bisschen tricksen jetzt. Mach mal nochmal los. Spannend ist aber, wollen wir, ich mach mal einmal. Ah, jetzt. Jetzt vielleicht? Ja. Gut. Auf der anderen Seite aus. Da geht aber noch eine Fuge oben drauf. Du kannst schon mal Spanngurte da machen. Ist das schön, mal eine Folge, wo man nichts tun muss. Nur zugucke. Ist jetzt gefahren. Wir den da wieder drauf werfen. Na, schau mal. Auf. Ich glaube, man sollte vielleicht das nächste Mal einfach immer nur vier Stämme spawnen. Ich glaube, das ist am einfachsten, die dann aufzukrapfen. Ich glaube, wenn es so viel mehr sind, ist das immer ein bisschen schwierig. Jetzt.
Ja, musst du halt den richtigen Gang auch erwischen, ne? Vorwärts, rückwärts. Okay. ja, hab ich auch gerade gesehen. So, und jetzt machen wir Ratespiel. Wie viel von den Stämmen bleiben drauf? Alle. Ich sag einer. Kann man nicht auf. Bankgurt bitte. Ups. Ja. Ach, jetzt. Schlecht. Machen wir nochmal lose. Kleine Sau, bleib doch da oben. Ja? Ja. Der eine will nicht drauf bleiben, ne? Mach mal jetzt Spanngurte. Ah, naja, gut. Aber der ist schon mal auf jeden Fall gut beladen jetzt auf der Seite. Hast du gut gemacht. So. Wieder aus, ich seh's doch. Hä? Wieso macht der die Klammer nicht auf? Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Bin mal so frei, warte mal. Ich fahre ein Stückchen vor. Ja, das wäre gut. Das hatte ich bei mir auch gemacht. Ui! Oh Gott, wollen wir der. Ah, jetzt ist der eine auch mit dran. So, aber ich will ja nichts sagen. Ja. Doch, doch, du willst was sagen. ja, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber ich meine, gute Arbeit braucht halt einfach Zeit, Gagina. Ja. Und hier als professioneller Verlader muss man sich mal ein bisschen Zeit nehmen. Aber ihr dürft mir gerne mal sagen, wie ich meine Arbeit mittlerweile hier bis jetzt beurteilt.
Das Ergebnis, das gibt es auf jeden Fall noch nachgeliefert, aber nicht mehr in dieser Folge. Okay. In diesem Sinne würde ich sagen, morgen geht's weiter. Bis dann. Ja, auch von mir kurz und knapp Tschüss und bis morgen um 12. So, ich mach noch mal kurz.